geht's heute um Final Fantasy. Den achten Teil. Weil es eines meiner Lieblingsspiele ist. Dieses Spiel. Es gibt einen ewigen Krieg zwischen Final Fantasy 7, 8 und 9 Anhängern. Welches jetzt der bessere Titel ist. Aber, wie ich immer sage, jedem das Seine. Soll bitte jeder spielen, was er möchte. Ich weiß, hier ist ein klitzekleiner Riss drin. Ein kleiner Kratzer. Das liegt einfach daran, weil diese Packung schon uralt ist. Dieses Cover. Zeit passiert sowas leider. Die CDs, die da drin sind, funktionieren aber noch. Und ich habe sogar die CD Nummer 1 schon in meine PlayStation eingelegt, weil ich jetzt wieder drauf gekommen bin. Es sind insgesamt, ich hoffe, man sieht das, 4 Scheiben. Na, da. Das ist die Seriennummer von dem Spiel. Da kann man doch alles nachschlagen irgendwie. Da war doch was. Und das Spiel ist ab 12 Jahren. Persönlich hat dieses Game ewig begleitet, seit ich das erste Mal gesehen habe bei einem Kumpel damals. War ich fasziniert von der Story und vom Gameplay und vor allem von der Story aber. Und ich musste es selber haben. Nur deswegen habe ich mir damals die erste PlayStation gekauft. Ich bereue es bis heute nicht. Ich habe allerdings viel zu viel Zeit mit diesem Spiel. Ich will nicht sagen verschwendet, aber verbracht. Also ich habe hunderte Stunden gespielt. Ja, hunderte. Das liegt auch daran, dass ich immer wieder von vorne angefangen habe. Also nicht nur einmal durchspielen und fertig, sondern ich habe versucht, möglichst alles zu erfahren und alles zu begreifen und alles zu erreichen, was es gibt. Und ich kann stolz behaupten, dass ich mittlerweile alles erreicht habe. Wenn es um die Story geht, dann wird es jetzt ein bisschen komplexer. Immerhin haben wir hier 4 CDs. Das ist für damalige Verhältnisse schon sehr viel. Dementsprechend viel Inhalt gibt es auch. Schauen wir doch hinten mal aufs Cover, was da so steht. Squall, ein Mitglied des Elite-Militärteams, wird in einen unvorstellbaren Konflikt verwickelt. Um zu überleben, muss er sich gegen einen verzweifelten Rivalen, eine mächtige Hexe, seine eigenen mysteriösen Träume behaupten. Und das ist eigentlich nur anprangern, wie das alles ach so toll ist. Für damalige Verhältnisse war die Grafik auch nicht spektakulär, aber schon gut. Und diese ganzen Lobpreisungen, atemberaubende CG-Filmsegmente, also ich weiß nicht, atemberaubend, sie sind schon sehr, sehr gut. Für damalige Verhältnisse vor allem. Aber man muss das doch nicht anpreisen hier. Ein episches Werk über Liebe, Hass, Krieg und Frieden. Schauplatz ist eine riesige neue Welt. Ja, das stimmt wohl. Und auch das mit der atmosphärischen Musik. Absolut. Ist nur für einen Spieler gedacht.
Sieht, die wird eine der größten Rollen überhaupt spielen in diesem Game. Das ist, vergebt mir, wenn ich das falsch ausspreche, ich habe es seit ich das Spiel das erste Mal bekommen habe, immer so ausgesprochen. Rinoa. Wahrscheinlich heißt die Rinoa oder so, aber Rinoa schreibt man sie halt. Wesen, das man beschwören kann. Eine der sogenannten GF, Guardian Forces. Das steht im Endeffekt, also das sind solche Kreaturen, die man in den Kampf schicken kann, damit man selber länger überlebt und damit man dem Gegner mehr Schaden zufügen kann, was insgesamt eine sehr gute Sache ist. Da gibt es verschiedenste. Diese schwer zu erkennende, aber durchaus episch aussehende junge Dame ist gar nicht so jung. Und es handelt sich bei dieser Dame um eine Hexe. Ui. mehr verrate ich nicht an der Stelle, aber es sei so viel gesagt. Diese Dame hat eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Chaos. Was haben wir denn hier noch? Das da oben. Cypher ist ein bisschen ein Arschloch und er ist mehr oder weniger so eine Art Erzrivale von Squall. Die beiden verbindet aber noch mehr und da geht's auch um Ironie des Schicksals, um Verrat, um wahre Freundschaft und um Liebe. Und dann haben wir da noch mal eine GF, ich glaube das ist Ifrit. Aber ne, ihr könnt ja selber mal spielen. Hust, hust. Der Typ hier in der Mitte, das ist Squall. Die Narbe bekommt er übrigens in den ersten 30 Sekunden des Spiels. Oder sagen wir ne, die erste Minute. Das heißt, da kann man auch nicht wirklich viel spoilern. Der Typ hier gibt ihm diese Narbe, was uncool ist. Und man sieht hier so ansatzweise, dass er ein Schwert benutzt. Es ist aber nicht wirklich ein Schwert, es ist ein Gunblade. Also eine Klinge, ein Schwert mit eingebauter Schussvorrichtung, was ziemlich cool ist. Okay, noch ein bisschen was zur Story. Wie man auf dem Cover schon sehen kann, haben Squall und Rinoa wohl ein bisschen was so ne, am Laufen. So einfach ist es aber dann doch nicht. Die ganze Geschichte wickelt sich um verschiedenste Charaktere. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel es genau sind. Ich glaube, an die 20 Schlüsselcharaktere, die jeder eine tragende Rolle haben, in gewisser Weise. Die Geschichte ist durchwachsen von verschiedensten Intrigen und Hintergrund-Backstory-Gedöns und Geheimnissen, die der Spieler selber nicht mal so richtig begreift bis zum Schluss. Zumindest ich die ersten paar mal durchspiele. Ich bin vor kurzem auf eine These gestoßen. Also, ich habe mich auch damals nie wirklich mit Communities oder Foren oder so beschäftigt. Ich wollte das alles alleine rausfinden. Und deswegen bin ich erst vor kurzem auf Folgendes gestoßen. Ohne zu viel zu spoilern. Angeblich ist alles, was ab einem gewissen Zeitpunkt passiert, nur noch
Forces benutzen und Magie benutzen. Die Magie, also die Zauber, die sie benutzen können, müssen erst gezogen werden von so Brunnen, die überall an allen möglichen Ecken rumstehen. Und wenn sie sie gezogen haben, können sie sie koppeln. Also diese üblichen Attribute wie Lebenspunkte und Stärke und Magie und sowas, die können quasi durch Zauber verstärkt werden. Manche Zauber sind besser geeignet als andere und so weiter. Squall ist ein Nahkämpfer, offensichtlich mit seinem Schwert. Und es gibt da auch eine Reihe von anderen Arten des
Cell benutzt nur seine Fäuste. Da kann man dann Combo-Attacken machen, je nachdem, wie schnell man reagiert, kann man halt die so und so viele Attacken verbauen in einer gewissen Zeit. Und Irvine hat eine Knarre, die man mit verschiedenartiger Munition betreiben kann. Und so weiter und so weiter und so weiter. Was mir persönlich am allermeisten gefallen hat an dem Spiel, und ich meine, ihr wisst ja noch nicht sonderlich viel von dem Game, aber die Story wird halt dann noch sehr komplex und sehr aufrührend. Was mir persönlich am besten gefallen hat, war die gesamte Story. Also nur die Storyline, nicht mal das Kampfsystem oder sowas oder das Map-Design und so, sondern einfach nur, welche Geschichte da erzählt wird. Weil es um alles geht, was mir zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, noch nicht wirklich etwas bedeutet hat. Sowas wie wahre Liebe und so. Sondern das musste ich auch alles selber erst in meinem Leben lernen, an dem Zeitpunkt. Kam mir die Philosophie, die dieses Spiel vermittelt, eigentlich richtig recht. Die Philosophie, meiner Meinung nach, ist nämlich, dass man auf wahre Freunde bauen sollte und sich daran klammern sollte, weil man immer abhängig ist. Eines Tages könnte man für immer allein bleiben, wenn man sich alles verbaut hat. Eines Tages könnte man alleine irgendwo in der Ecke sitzen. Und es könnte vorbei sein. Und niemand möchte das. Niemand, jemand, der sich so gibt. Niemand möchte alleine sein. Deswegen sollte man sich an die Leute halten, die einem im Herzen und mit am wichtigsten sind. Man darf sich sowas nicht verbauen, niemals. Nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Oder wenn man irgendwie zornig wurde oder so. Man muss immer darauf bauen können, dass man füreinander da ist und dass man Leute hat, Familie, Freunde, die sich um einen kümmern. Und gegenseitig natürlich, man muss sich auch um andere kümmern. Dass dann so etwas wie wahre Liebe in so einem Universum existiert, existieren kann, das versteht sich von selbst. Und das finde ich wiederum auch wunderschön, den Gedanken, dass es so etwas gibt wie diese reine, unschuldige Liebe. Dass das alles nicht unkompliziert abläuft bei denen, ist ja klar. Sonst wäre es ja kein super komplexes Spiel, aber der Hintergrund fasziniert mich und berührt mich in gewisser Weise. Wenn ihr ein bisschen Interesse habt an dem Spiel, dann klickt euch mal durch die Links, die ich euch gepostet habe, in die Beschreibung. Da sind zum einen das Intro-Video, das ihr ohnehin dann sehen würdet, also das ist kein großer Spoiler. Zu einem Trailer. Die schneiden das ohnehin besser zusammen, als ich das jemals könnte. Also direkt der Trailer. Vielleicht noch ein Gameplay-Video. Bin mir nicht sicher. Mal schauen, was ich einpacke. Ja. So viel noch. Ich war beim ersten Mal durchspielen. Beim allerersten Mal. Nicht in der Lage, mich zu bewegen, als ich das Ende gesehen hatte, für 10 Minuten, weil ich so von den Socken war, wie mich das beeindrucken kann und wie ich das empfinde, weil es ist ja nur ein Videospiel. Es hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun, so ungefähr, ja. Aber es hat mich derart berührt, dass ich einfach von den Socken war beim Ende. Das hatte ich vorher noch nie empfunden, derart. Also von keinem Film, von keinem anderen Spiel. Ich war komplett hin und weg. Und also wirklich top. Sowas muss man erstmal schaffen mit dem Spiel. Das kommt ursprünglich aus Japan. Und die Musik und so weiter, das ist alles von Japanern gemacht. Und die deutsche Bearbeitung, weiß ich gar nicht, wo die stattgefunden hat, vermutlich im Paris oder so, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber man merkt gerade bei den Cinematics, also bei den Videosequenzen, dass es aus Japan kommt, weil die eine deutlich asiatischere Ausstrahlung haben als wir Europäer. Also das ist nun wirklich nicht böse gemeint oder so, das ist einfach nur.
Örtchen Wenhill zum Beispiel, das ist für mich ganz klar europäisch. Dass es natürlich im Hier und Jetzt keine Monster gibt und Hexen und die Träne des Mondes, der ewige Hexensarg von Adele. Ja, mehr will ich nicht verraten. Es gibt so viel zu entdecken in dem Spiel. Parallelwelten durch Zeit und Raum mit bösen Träumen, aus denen man vielleicht nicht mehr aufwachen könnte. Die wahre Liebe interessiert sich für jemand anderen, aber man selbst nur für sie. Monster machen einen fertig, während man nur versucht, am Leben zu bleiben. Und während der ganzen Zeit kommt immer wieder eine Person, die man nicht mal einordnen kann. Man kennt die irgendwoher, aber man weiß nicht, wer es ist oder wie sie heißt. Das ist alles verworren und kompliziert und schwer. Wie reagiert man da als 18-jähriger Schüler an einer Militärakademie, der eigentlich keinen Bock auf gar nichts hat? Mit einer fetten Narbe im Gesicht, weil irgendein Furzer einem kräftig ein Schwert ins Gesicht gehauen hat. Okay, das ist jetzt ungefähr meine Kurzbeschreibung gewesen. Schaut euch mal durch die Links durch und wie immer würde ich mir wünschen, dass ihr mich wissen lasst, was ihr euch so wünscht an Videos. Ich würde ganz gerne zum Beispiel weitermachen mit so einer Reihe wie Reviews, also DVDs, Spiele und so weiter. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Ist sehr einfach zu machen. Ich kann also mehr davon machen. Ich würde aber auch ganz gerne englische Sachen oder No-Voice-Teile weitermachen. Außerdem habe ich jetzt, mittlerweile müsste das online sein, mein erstes Roleplay gemacht. Auch aus der Ego-Perspektive. Dieses Cyborg-Dingens. Auch auf Deutsch, nur so nebenbei. Ich habe mich da derart geschämt, weil ich das komplett aus dem Stegreif gemacht habe, komplett improvisiert habe. Dass ich die Bewertungen komplett deaktivieren musste, einfach. Lasst mich doch trotzdem irgendwie wissen, also Kommentare gehen, ob ich das in der Richtung nur halt besser noch weitermachen soll oder nicht. Ist beides in Ordnung. Außerdem möchte ich mich bedanken bei all den Leuten, die immer nette Kommentare abliefern. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und ich freue mich über jedes einzelne Wort. Außerdem, wenn ihr mal Lust habt, mir zu schreiben, jederzeit. Also auch mal so persönliche Sachen.